So, Hallöchen. Jetzt nochmal ein Video über dieses Ding. Das ist ein Stromgenerator. Müsste jetzt 1:50 sein. Ja, 1:50 steht hier drauf. Der ist von meinem Vater. Den braucht er nicht mehr. Der ist aber auch schon über 20 Jahre alt. Den habe ich schon in den 90er oder Ende der 90er haben wir den schon gehabt. Ich habe eben schon mal geguckt, es kommt kein Funken. Ich habe erst gedacht, es liegt vielleicht am Sprit. Aber es hat keinen Funken. Jetzt muss ich den erstmal auseinandernehmen und mal gucken, ob ich den wieder in die Gänge kriege. Weil der wäre gar nicht mal so verkehrt. Ich habe einen 2-kW-Generator noch hinten im Schuppen drin. Aber für Bohrmaschinen oder sowas reicht ein kleiner aus. Da brauche ich nicht immer das riesen Ding anschmeißen. Der frisst ja auch mehr Sprit da hinten. Da reicht der kleine aus hier. Der müsste, hier steht jetzt 902 drauf. Ich schätze mal so an die 850 Watt müsste er bringen. Viel hatte er nicht, aber Bohrmaschine, Schleifbock, Flex und so weiter, das müsste damit hinhauen. Was steht hier noch? Rated Power 650 Watt. Da steht's doch. 650 Watt, also 0,65 Kilowatt, 800 Kilowatt Max, 230 Volt, ja, das reicht völlig aus. 650 Watt, hier steht 2002. 2002 kann ich hinkommen. Den erst 2002 geholt? Na, dann war es 2002. Siehst du, so kann man sich irren. Nee, 90er? Nee. Doch, 2002 kommt hin. Also gut 20 Jahre alt, das Ding. Gucken wir mal, ob wir es wieder in die Gänge kriegen. So, bin ich wieder. Jetzt habe ich das Ding nur oben den Tank mal abgemacht. Ich habe jetzt noch mal geguckt. Ich hatte hier vom Schalter die Kabel abgezogen. Funke ist da. Also funkt, ist ganz schwach. Also funken tut's. Aber das Ding stinkt wie Spiritus. Einen richtig alten, ekligen Sprit. Das liegt am Sprit. Aber wie man schon sieht, da unten drinne, da ist der Vergaser und das alles, das werde ich mal alles sauber machen. Ich glaube, das wäre gar nicht mal so verkehrt. Und dann gucke ich mal, einen Schluck Sprit habe ich noch 1:50. Mal gucken, ob ich den damit denn ankriege. Mal gucken. Ich habe erst gedacht, das liegt hier wirklich an der Zündspule oder was, aber ist nicht. Hier ist noch irgendwie so ein Steuerkasten hinten drin, CDI oder was. Ich kann es nicht mal sagen, aber wenn es funkt, dann lasse ich es so, dann mache ich da nichts weiter. Ja, ich guck mal. Ich mache das Ding erstmal weiter auseinander, mache ein bisschen sauber, soweit es geht und melde mich dann wieder. So. Habe ich den Vergaser hier vor mir. Ich habe den schon unten den Deckel auf. Ich glaube, man kann das auf dem Dings hier schon sehen. Ich weiß es nicht. Aber das, was da rauskommt, das ist kein Sprit mehr. Das stinkt wie Spiritus. Das stinkt richtig bestialisch. Kein Wunder, damit springt die Kiste auf alle Fälle nicht mehr an. Ich mache das Ding jetzt sauber. Soweit. Und versuche das dann wieder zusammenzukriegen. Und dann gucken wir mal, ob die Kiste läuft. Ach, das ist ja abartig. Jetzt habe ich natürlich die hier am Vergaser noch die, wie heißen die, Lamellen? Ja, so ein Lamellenpaket, da sind zwei Lamellen drin. Habe ich mit abgeschraubt aus Versehen, weil das hier so dran geklebt hat. Aber ist egal, mache ich sauber, brauche ich nachher wieder ran. Wie ich den Vergaser jetzt reinige, braucht ihr ja nicht, mir ja nicht zugucken. Aber ich wollte es euch mal zeigen. Ja. Zum Glück ist der Schwimmer nicht voll. Der funktioniert wohl noch. Aber das hier, das ist ja, oh, das ist ja abartig. Na gut. Da drinnen muss ich auch sauber machen. Das sieht auch bäh aus. Gut, dann melde ich mich, wenn ich das wieder soweit fertig habe. So, da bin ich wieder. Ich habe ihn jetzt soweit sauber gekriegt. Von drinnen. Soweit mit Drahtbürste. Hier auch soweit mit Drahtbürste frei gemacht. Von außen mit Zahnbürste.
bisschen sauber gemacht, soweit es geht. Dann hier habe ich noch ein paar Einzelteile. Die Hauptdüse, soweit wie es ging. Das ist der Schwimmernadelventil, soweit es ging. Das ist noch eine für den Standgas oder was, auch keine Ahnung, weiß ich nicht. Die Umluftschraube habe ich noch in der anderen Kiste. Der Schwimmer, der ist hier, habe ich auch soweit sauber gekriegt. Jetzt baue ich das wieder zusammen und ich hoffe, dass das dann auch wieder funktioniert. Ich melde mich dann, wenn ich soweit, wenn ich wieder einen Schritt weiter bin. Jo. Hier gucken wir jetzt ins Kurbelwellengehäuse. Da kann man reingucken. Ich habe aus Versehen das hier mit abgeschraubt, weil der Vergaser so da dran geklebt hat. Jetzt muss ich das wieder anschrauben. Oder gleich mal gucken, warum das war. Und habe schon sauber gemacht mit Bremsenreiniger. Das ist da noch drin. Die sehen aber noch gut aus. Das sind Metalllamellen oder irgendwie sowas. Ja, melde ich mich nachher gleich wieder. So, jetzt habe ich den soweit wieder zusammen, frischen Sprit drin, ich schalte ihn mal an. Läuft. Läuft wieder. Das ist doch gut. Mit dem Sprit muss ich mal gucken. Ich mache mal jetzt gleich den Hahn zu und lasse ihn leer laufen. Und dann sollte der Vergaser nicht mehr so versotten. Weil so oft würde ich ihn nicht brauchen. Naja, aber eben wird so ein versotter Vergaser alles ausmacht. Hätte nicht gedacht, dass das da nur dran liegt. Na gut, bis dann. Tschüssi.